Noch ein Hain. Bluthain. Könnte man den Hain. Hain blöd. Hier noch daneben spawnen. Lassen tun. Ja. Ja gut, wir haben erst Level 1 Schild, also von daher brauche es mich nicht zu verwundern. Dass wir da nochmal so einen riesen Schritt nach vorne machen. Schatzkammer, wo können wir eine Schatzkammer hier oben? Bim, 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 bim. Dann drin die nächste Schatzkammer müssen wir dann eh woanders hin basteln, von daher ist es jetzt egal. Ich brauche wirklich mal eine Laterne. Laterne, Laterne. Angriffstempo. Regeneration. Ja. Kann man mal machen. Mach mal auch. Um Gottes Willen. Tschüss. Bevor dort erst irgendein Dreck spawnt. Ja, können wir auch. Gönnen wir uns. Rundumschaden, Magieschaden. Tempo, mal schön aufs Tempo. So, wir können dann auch noch hochleveln. Zeig mir her, was haben wir denn hier? Also ohne Pause nach den Kämpfen ist es schon ein wenig arg anstrengend. Aber geht halt gefühlt doch ein bisschen fixer mit mehr Action. Duäf. Da unten, ja. Wenn wir das hier nach der totalen Wald-Experience hinbauen. Komm, das Schlachtfeld, das gönnen wir uns auch noch. Das machen wir. Ma. So, jetzt bräuchte ich aber Laternen ohne Ende. Eine muss hier unten hin und eine da oben. Gott, gleich das nächste Dorf. Schick, schick. Wisst ihr was, wie wir das machen? Das machen wir so. Laterne, wunderbar. Wie gerufen. Da unten bräuchte ich es auch noch irgendwie. Banditenlager, Bluthain. Hier haben wir zwei davon. Wenn wir das hier so, glaube ich, kämen wir am besten. Irgendwelche coolen Sachen zuletzt gekriegt. Nö. Nö, nö.
Natürlich nehmen wir Vampirismus mal wieder. Ein Berg. Eichenbett schwer, stabil und alt. Es ist sehr bequem darin zu schlafen. Gib nur acht, niemand im Haus durch das laute Knarren zu wecken. Plus 1 Trefferpunkte fürs Passieren des Lagerfeuers, doch maximale TP werden um 2% des Grundwerts gesenkt. Ey. Aber dieser Schutzschild, den wir uns beim ersten Level abgeholt haben, der macht sich eigentlich gut, wenn man viel Regeneration oder sowas hat. Das kann man dann schön im Hintergrund erstmal aufbauen. Haben die Ruinen großartig bewirkt? Warte mal, wir müssen immer hier hin. Hier haben wir noch ziemlich viel frei. Den Rest müssen wir erstmal dann beobachten, wie sich so die Schaden der Schaden entwickelt. Gegen den Damage können wir nicht sagen. Den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir so tun. Holy shit! Die müssen wir hier hinbauen. Haben wir schon irgendwas vergessen? Nee. Umschauen hat der 5 der 7. Angriffstempo ist auch noch erhöht. Und Regeneration. Ja, nice. Da ist der Ring wahrscheinlich nicht viel wert. Sechsundsechzig Schaden. What the hell? Ich schon gar nicht mehr hinterher hier. So schnell wie der die Gegner wegschnetzelt. Noch ein Hainblöd. Wo können wir den denn hinbauen? Alles nicht so toll, oder? Machen wir den hier mit hin? Ich glaube, alles, was unter Level 10 ist, brauchen wir uns demnächst gar nicht mehr so großartig angucken. Ha? Oh, der Schild ist natürlich gut. Angriffstempo oder Vampirismus? Momentan kommen wir auch wieder mal mit dem Angriffstempo besser klar.
Oh, Alter, jetzt will er mich hier komplett nie. Ich könnte jetzt hier wieder komplett auf Vampirismus umstellen. Eieieiei. Angriffstempo, nee. Aber das macht halt momentan. Wo stehen wir denn? Das macht halt momentan wenig Sinn. Gerade bei dem Schwert, dass das ein Damage macht. Wenn wir da ordentlich austeilen, ich glaube. Nee. Was? 6 und. Okay. Hey. Das Schmiedehammer. Im Erzeugen von Funken ist dieses Werkzeug unerreicht. Ein treuer Begleiter alter Schmiede, respektiert harte Arbeit und eine starke Hand plus 1 Verteidigung. Ja. Wir verbasteln erstmal die Felsen und die Wiese mit dazu. Und noch eine Wiese und noch ein Berg. Level up, wir kommen. Spielzeug haben wir nicht gekriegt. Was kriegen wir hier dazu? 35% Chance beim Ausweichen einen Konterangriff. Ausweichen sind wir nicht so, wenn deine TP unter 30. Das ist doch schön. So was, die Damage, ey, die wird momentan austeilen. Was zur Hölle? Oh, eine 10er Klamotte. Oh, noch mehr Angriffstempo. Alter. Angriffstempo 76% plus. Das Dorf bauen wir jetzt noch mit hier hin und dann dahin. Und hier, scheiß Banditenlager, kann weg. Bam, bam, bam. Ein achter Schild. Wäre gut für die Regeneration, aber momentan kommen ja unsere Gegner nicht immer dazu, groß Damage zu machen. Alter! Was geht denn hier jetzt los? Nee. Angriffstempo würde nicht zu weit runterfallen. Wir hätten wesentlich mehr Verteidigung. Würde ich schon fast dazu tendieren, dass wir das mitnehmen.